Ja, hi, ich bin Olli. Ich mache halt so YouTube, so auf Freizeitbasis. Mein Channel heißt BeGeekTV. BeGeekTV halt wie To Be a Geek halt. Also ich stelle neue Comics vor, fahre viel auf Convention. Der Schwerpunkt jetzt von BeGeekTV ist eigentlich, ich besuche halt Comic-Conventions, zeige den Leuten da draußen, was da Tolles gibt. Cosplayer, Gaming, Interview schon, hab schon die ein oder anderen Stars interviewt, wie Michael Dudikoff oder Lea Thompson aus Zurück in die Zukunft. Und ich sehe da halt so ein bisschen so, weil ich immer Bock hatte auf Journalismus, halt das ist für mich die einfachste Art, das fernab von einer Anstellung irgendwo als Journalist das zu erledigen. So, wir sind wieder zu Hause vom Spazierengehen. Der Hund ist immer noch total aufgedreht. Ja, also ohne Spaß würde ich die ganze Sache natürlich nicht machen. Also, weil Geld verdient man damit eh nicht. Und der Spaß steht in erster Linie. Spaß am Produzieren, an der Post-Production. Ich habe mir das alles selber beigebracht, das Ganze schneiden und so. Ich hatte da keinen Lehrer. Und halt, ja, der Spaß an der Sache ist Nummer eins. Wer keinen Spaß an der Sache hat, sollte das auch nicht machen. Guck mal, jetzt kannst du mich durch das... So, hey Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Folge von BeGeekTV hier live im deutschen Internet. Hi, und was ist heute? Also für mich persönlich hatte ich schon etliche Vorteile durch, dass ich andere Aufträge in der Branche halt schon gekriegt habe. Trotz der Kleine meines Kanals arbeite ich jetzt schon für andere Firmen halt im Videocutting oder in der Produktion. Das ist halt der Vorteil und der Nachteil ist halt Zeit. So als Privatmann hat man halt nicht immer die Zeit dafür, halt jede Woche was hochzustellen an Videos. Und der Druck entsteht ja auch, weil du hast ja dann auch Leute, sei es auch nur 500, die erwarten von dir dann und dann kommen die neuen Videos. Dann und dann musst du das halt machen. Und das ist schon ein Druck, das zu machen halt. Auch wenn es nur auf einem ganz kleinen Level ist. Yo, da sind wir mal wieder mit einem kleinen Geeky-Geeky-Geeky-Geeky-Ho! Und es ist sehr Dr. Who-lastig heute. Also ich habe mich für YouTube entschieden, weil YouTube war ja immer schon eine Plattform. Ich weiß nicht, der erste Slogan von YouTube war Create Yourself. Und wenn man halt gerne kreativ sein sollte, ist das halt der einfachste Weg. Man macht seine Filme, ladet die hoch. Inhalt und Qualität waren eigentlich schon immer egal, außer jetzt gerade, was heißt so YouTube. Wenn du damit Geld verdienen willst, dann musst du professionell sein. Ich sehe das anders. YouTube sollte weiterhin create yourself sein. Da sollte nicht so drauf ankommen, wer was für eine Technik hat, weil ich finde, wenn man kreativ ist, dann kann man das in allen Formen ausleben bei YouTube. Also ich habe sehr viele Tätigkeiten noch. Also ich bin Veranstaltungsmann, wie gesagt, ich cutte Videos für andere Firmen, mache kleine Videos für Firmen. Und ja, YouTube ist da nur so ein ganz kleiner Teil davon eigentlich. Ob mich das beeinträchtigt? Ich würde mal sagen, nein, weil ich habe gelernt, dadurch habe ich schon viele andere Jobs, wie gesagt, gekriegt. Und jede Stunde, die ich investiere, um was Neues zu lernen bei YouTube, ist es auch wieder wert für einen weiteren Arbeitsablauf, für andere Sachen halt. Das ist quasi wie eine persönliche Fortbildung. Bloß nicht so teuer wie manche Fortbildung halt. Einfach create yourself and be yourself. Travis Love, also known as Shepard the Bowman on the TV series The Walking Dead. Hey, Daniel Thomas May, I play Alan on The Walking Dead. So shout out to Big Geek Magazine. Yo, this is Fred the Hammer Williamson. Check out Be Geek. You got that? Be Geek. You with me? Let me say it again for you. Be Geek. Right on. Out. You're watching Be Geek.